The moon. So much beautiful. Ja, okay, liebe Freunde, das war eine kleine Einleitung. Mir ist gerade eben Yellow, die Schweizer Gruppe Yellow, eingefallen mit dem weltbekannten Hit Oh Yeah. Und weil ich ja hier unterm Mond stehe, hier für diese Folge weitermache und wir mit Russlands Liebe nicht weitergekommen sind, muss ich mir überlegen, ob ich nicht noch irgendwie, weil ich ja Runen bekommen habe und einige mal überprüfen müsste, welche denn neu sind, vor allem... Ich habe ja erstmal, gucken wir mal hier, Skelettturm bei Aslans Lager, das kennen wir. Dann Beliaturm kennen wir auch. Nemrosh Orklar kennen wir. Hier, Teleport zum Lager der Nomaden. Welche Nomaden? Dann gucken wir hier nochmal, Varan-Teleport zu Said im Nomadenlager, richtig. Und dann haben wir hier noch Nemrosh, nochmal im Nemrosh, hä, was ist los? Und da unten ist noch eine, uiuiui. Ach ja, das war ja der Unbekannte. Also, das ist einmal für die Nomaden und einmal Said-Nomadenlager. Das ist schön, weil ich möchte nach Uga hin und mal Ellens Rat befolgen, ob ich da irgendwie Gifttränke kaufen kann, um da meine Pfeile zu vergiften. Dann gucken wir mal, wo ist nochmal 5 war das? Ne, das war glaube ich die 6, ne? Ne, das war Festung. Dann war es die 8. Oh ja, es war die 8. Ja, toll. Gut, okay. Dann werden wir mal... Moment mal. Noch nicht. Zieh Klamotten an. Und zwar vernünftige. Aber nicht hier. Ich muss erstmal ein bisschen rennen. Und zwar hier erstmal ein bisschen außer Sichtweite rennen. Ne? Wenn ich mich umziehe, dann... Hier, da ist wieder das Schiff. Das, was ich meine. Das so aussieht wie ein Schiff. Okay, in diesem ist der Abstand gut, dann kann ich mich endlich umziehen. Oh, das ist ein bisschen. So, wo haben wir die Verstärkte? Wo ist irgendwas Verstärktes? Bootsmanns, leicht verstärkte Assassinenrüstung. Und jetzt die. Nein, ja, doch, die 8 ist es. Wusch. Ja, es dauert. Ist klar. So. Jungs, wie ist die Lage? Mein Gott, seid ihr hier unheimlich. Unheimlich wachsam. Yep. Das heißt, ich müsste auch mal wieder eine Runde schlafen. Dann werde ich mal zu einem Zeltchen hingehen. Das war ja woanders. Ich habe übrigens hier meine Liste noch, damit ich weiß, dass ich immer wenn es dunkel ist. So, hier sind ja die Stände. No? Gut. Okay, dann werde ich mal mich in einem Zelt begeben. Besten mit Teppich. Zelt mit Teppich! Herber-Teppich. Und schlafen. Musik läuft. Da ist er. Teppich zum Schlafen. So, bis Sonnenaufgang. Bis zum nächsten Morgen. Ja, jetzt haben wir wieder Licht. Edison, der Erfinder der Glühbirne. So, jetzt muss ich gucken, wo denn die Händler sind. Dafür habe ich ja hier dieses, ne, habe ich hier alles voll gemalt und sowas, ne? Oh, ist ein bisschen laut. So, wie hießen die nochmal? Die hießen, Othello Osiris. Und, ja, gucke ich mal eben, ob die was haben. Und, nee, und Iskra vielleicht auch noch. Gut, dann gehe ich mal, Flux zu Iskra hin. Iskra? Ist jemand da, Iskra? Da bist du ja. Handeln. Zeig mir deine Ware. So, Gifttränke. Nö. Also, erstmal die roten sind Heilung, dann haben wir Mana. Dann haben wir hier Van. Und ansonsten weiter unten... Kein Gifttrank. Okay, dann sicherheitshalber nochmal aufmerksam bei Hull gucken. Zeig mir deine Ware. Und was haben wir hier? Ja, kranke Schwierigkeit. Also hier muss man genau gucken. Was ist das? Es kann nur Alkohol sein. Ja, Wacholder. Gin. Bin ich blind oder was? Gifttränke hat auch Bahal nicht. Gut, okay, dann werde ich mich mal eben mit einem Satz zu Othello und Osiris begeben.
Ba-bam, ba-bam, ba-bam. Oh. Dass ich die immer wieder ansprechen muss. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Aha, okay. Hier schnell wirkendes Gift todsicher. Das hatte ich ja, glaube ich, schon selber auch hier gehabt, wo ich nicht weiß, ob das, ob es das ist, wofür ich es brauche. Ich war der Meinung, dass ich das hier schon mal so als, wo war's denn? Ist doch so eine auffällige samtfarbene Flasche. Na gut, okay, dann werde ich mal dieses Gift mal kaufen. So habe ich es nicht mehr. Okay, schnellwirkendes Gift todsicher. Ich werde es einfach jetzt mal kaufen. Es kostet ja auch nur 300 Gold, meine Herren. So, und dann gucke ich mal, was ich bei ihm noch an Getränken loswerden könnte. Und zwar Trank der Geschwindigkeiten habe ich hier nicht. Was haben wir denn hier? Elixier des Geistes. Klar, muss ich jetzt trinken, ne? Damit ich das nicht vergesse. Nein, jetzt habe ich es ihm verkauft. Wie doof ich bin. Okay, ich lade nicht neu ein. Ich will ihm das abkaufen wieder. Ich weiß. Alter, so. Ja, konsequent, ne? Also. Wow. Elixier des Geistes. So, das war ein Trank der Geschwindigkeit. So, jetzt. Oh, ich könnte echt. Naja, was soll's. Dafür muss ich das Geistelixier dann gleich schnell trinken und vielleicht macht es mich dann auch hier klüger und weiß es nicht. Also. Mann, oh Mann. Ja, das ist es eben. Ne? Immer zu schnell. Schnell und falsch. So, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Und nochmal gluck, gluck, gluck. War ein teures Mana, ne? Da muss ich irgendwo noch einen anderen Händler finden, wo ich hier den ganzen Kram hier loswerden kann. Das werde ich dann auch nachher machen. Folgendes. Was hast du noch anzubieten, Osiris? Zeig mir deine Ware. Du warst doch einer mit ganz viel Krempelkram, richtig. Genau, das werde ich jetzt mal eben im Off machen. So. Ein bisschen was verklempern können und so. Gucken wir mal. Werchbank, wo war denn eine? Überlege ich mal. Gucken wir doch noch mal ins Logbuch. Mir fällt nämlich jetzt, wo ich die Löwenspruchrolle habe, Verwandlungsspruchrolle. Wer braucht die denn noch mal? Kyros ist aber nicht in Uga. Der ist, ich meine, der ist in Armana. Gucken wir weiter. Wo finden wir bloß diese blöde Werkbank? Wo ist eine Werkbank? Ich guck mal eben. Oh, ich werde verfolgt. Von ihm hier. Wer ist das? Der Lagerverwalter. Warum? Okay. Und das ist jetzt komisch. Einmal verfolgt mich der Lagerverwalter. Warum? Aus heiterem Himmel, während ich gesucht habe hier nach einem, nach einer Werkbankinger. So, lass mal was trinken hier. Das ist ja der Hammer hier. Oh Mann, mein Kopf. So. Warte mal. Ansprechen. Handeln. Okay. Mhm. Darf ich denn noch handeln? Zeig mir deine Ware. Hat da nix. Lustig. Es wäre sehr schwer. Nee, das lassen wir mal bleiben. Okay, dann nicht. Mache ich mich weiter auf der Suche nach. Na, einer Werkbank habe ich mir dummerweise hier nicht gemerkt. Ja, auch wieder ein Tipp von unserem guten Alain vom Odyssey Mod Team. Wenn ich mal nicht weiter weiß, Torres fragen. Nicht verzagen, Torres fragen. Also, das heißt also, ich möchte Meister Tartaron sprechen. Da wird er wahrscheinlich aufzählen, was noch alles zu tun ich sein. Ich möchte, ne? Meister Tartaron sprechen. Du? Solange dich hier niemand kennt, kannst du das vergessen. Kann ich bei dir etwas lernen? Ich soll dir was beibringen. Warum sollte ich das tun? Erst wenn dein Ruf in der Stadt besser ist. Genau. Aber auch das wird nicht umsonst sein. So, wie ist mein Ruf in Uga? Uga. Nun, mal sehen.
Iskara sagt, dass du tüchtig und zuverlässig bist. Du hast den Löwenjäger Tabor bewegen können, schon bald nach Uga zurückzukehren. Damit hast du dir das Wohlwollen der reichsten Händler der Stadt erworben. Du hast für Bahal einen neuen Aufseher gefunden. Er musste zwar diesen gut bezahlen, aber trotzdem ist er dir sehr dankbar, dass du ihm geholfen hast. Bahal ist dir dankbar, dass du seine Ernte gerettet hast. Die Tomaten von seiner Plantage sind in der Tat vorzüglich. Ich bin froh, dass du dich darum gekümmert hast. Gasparino erwartet noch was von dir. Geflohenen Sklaven hast du bisher noch nicht eingefangen. Ich hatte dir den Auftrag gegeben, Verdoya unschädig zu machen. Solange du das noch nicht gemacht hast, wird es schwierig für dich werden, mein Vertrauen zu gewinnen. Du wolltest uns das Mehl bringen. Wie lange soll ich noch darauf warten? Die meisten Bewohner sind noch skeptisch. Sie trauen dir nicht. Du wirst zwar schon von einigen Männern respektiert, aber es reicht noch lange nicht. Du wirst wohl noch mehr von den Bewohnern überzeugen müssen. Okay, Mehl und Verdoya. Aber da brauche ich erstmal eine... Raus. Okay, ja. Aua. Ich brauche erst doch mal, bevor ich mich da an die Leute da wende, die Wüstenräuber mit Verdoya oder Verdoya. Ach, ich muss noch mal nach so einer Werkbank suchen. Oh ja, Amana teleportiert. Da weiß ich, da gibt es eine Werkbank. Nur wo? Einfach geradeaus laufen und hier ist sie. Ja, dann kann ich endlich mal versuchen, Giftpfeile herzustellen. Stimmt ja, da war einfach nur geradeaus laufen. Gut, Giftpfeile herstellen. Na, das ist ja cool. Und ein Gifttrank. 10 Giftpfeile. Das ist aber teuer. Okay. Also es waren diese tödlich aber sicher Gifttränke. Muss man auch mal ausprobiert haben. Und überhaupt. So, ich glaube, das war's dann. Nee, doch noch nicht. Oh, geht immer mehr. So, war's das jetzt? Weiß ich, hab... Ja, das war's. Eispfeile herstellen. Nee, ich glaube, Feuerpfeile kann ich ja nicht. Ich habe ja keinen Schwefel, oder? Muss ich nachgucken, ob ich im Inventar Schwefel habe. Ja, Salpeter und Schwefel habe ich ja hier, aber 2 Schwefelbrocken, das wird mir nicht viel nützen. Und außerdem möchte ich doch Sprengpfeile lernen, deswegen werde ich jetzt hier die Ressourcen nicht verballern. Nochmal gucken. War hier nicht irgendwo der Kyros, der diese Spruchrolle braucht? Nein, falscher Knopf. Ja, Moment. Kyros, ja. Nicht Gyros, sondern Kyros. Mal gucken, wo wir den Kyros finden wegen der Spruchrolle. Moment. Sind das hier wieder die Leute, die mich wegschicken wollen oder was? Oder wieder was? Irgendwann muss das. Halam, Hulam? Halt, Fremder, warte mal. Interessiert an einem Geschäft? An einem Geschäft? Wie meinst du das? Sprich am besten darüber mit meinem Geschäftspartner, Hula. Ich habe leider zurzeit etwas anderes zu tun. Erinnert mich an Sesamstraße. Hey, du, wer ich? Willst du an einem Geschäft teilnehmen? Mal gucken, was will er denn haben hier? Oder was schlägt er mir vor? Sagte, du hättest mir ein Geschäft vorzuschlagen. Sadiq hat das gesagt. Na dann, pass mal auf. 2 unserer Sklaven, Bruce und Ojo, sitzen wegen Diebstahls im Gefängnis. Und Hassan zwingt mich, ihren Unterhalt zu zahlen. Eine Frechheit ist das, das kann ich dir sagen. Ich und Sadiq haben deswegen beschlossen, sie zu verkaufen. Wenn sie nicht arbeiten, sollen sie auch nicht auf unsere Kosten leben. Schön. Und was habe ich damit zu tun? Nun, ganz einfach. Du versuchst, die beiden aus dem Kerker zu holen, suchst einen Käufer und wickelst den Handel für mich auf. Wo soll ich bitte schön einen Käufer finden? Schau mal in Ugar nach. Dort habe ich bis jetzt immer noch einen Abnehmer gefunden. Das Geld, das du für die beiden bekommst, bringst du zu mir. Dafür wirst du eine Belohnung erhalten. Hast du keine Angst, dass ich mit dem Gold verschwinde? Nun, das möchte ich dir nicht raten. Sadiq und ich haben bisher jeden finden können, der uns betrügen wollte. Und derjenige hat danach nicht lange gelebt. So. Übrigens, wie hoch ist denn die Belohnung? Das kann ich noch nicht sagen. Das kommt darauf an, wie viel du für die beiden bekommst. Also, wie sieht's aus?
Schlägst du ein? Leute. Nein, kein Interesse. Na schön, ich mach's. Das ist übel. Ich kann dir auch irgendwie... Ich will ja keine Sklaven verkaufen oder ankaufen oder... Ja, ich weiß. Na schön, ich mach's. Gut, dann sieh zu, dass du die Sklaven schnell aus dem Gefängnis bekommst. Und pass auf, dass du nicht zu wenig Gold für die beiden bekommst. Schnell ins Log gucken. So, ein Mann namens Solik und Hulam sprechen. Die Sklavenhändler Mun und Solik wollen zwei ihrer Sklaven, die im Gefängnis verkaufen. Ich sollte die beiden aus dem Kerker holen, einen Abnehmer finden und den Kauf organisieren. Danach soll ich wieder zu Hulam gehen und den Erlös abgeben. Davon würde ich dann auch mal meinen Teil erhalten. Also, eine Gefahr gibt's hier nicht. Ich habe mal ja gesagt. Nur noch mehr Ärger. Wo ist jetzt dieser Solik? Nee, nicht der Solik, sondern der Kyros. War der nicht hier? Da ist er oben. Mit seinen vier Pfeifen. Ich habe hier deine Verwandlungsspruchrolle. Hier habe ich deine Verwandlungsspruchrolle. Du willst mich jetzt wohl auf den Arm nehmen, was? Nein, habe ich nicht vor. Hier hast du die Spruchrolle. Bei Belia. Tatsächlich. Die Spruchrolle des Löwen. Ich danke dir. Dafür sollst du einige Mana-Tränke erhalten. Auch gut. So, ich schätze mal, das wäre hier. Verwandlungsspruchrolle erledigt. Obwohl ich ja auch einen Eintrag bekommen habe, vielen Dank. Ich hätte sie als irgendwo als Belohnung bekommen. Bei einer anderen Aufgabe. Okay, dann hätten wir das erstmal erledigt. Ich gehe mal wieder weiter überlegen und eine Runde speichern. So, ich weiche aber jetzt nicht von meinem ursprünglichen Plan ab, nochmal bei der Plantage die Wüstenräuber zu erledigen. Da werde ich mich dann flugs auch wieder hin beamen. Wunderbar, jetzt sind wir hier. Und schauen wir mal, eine bessere Rüstung anziehen, aber des Nachts kämpfen würde ich machen. Dann werde ich mal eben mal im Off schlafen. Jawohl, es ist 19.11 Uhr. Wunderbar. Ach ja. Jetzt wird's urübelst. Vielleicht kann ich ja auch mit dem Giftpfeil die Leutchen viel besser umnieten. Giftpfeil. Wobei ich jetzt mal gucken sollte, wie viel sind es denn insgesamt? 75? Nee. 53 Giftpfeile, okay. Speichern. Wobei ich jetzt echt nicht weiß, dass so eine gute Idee ist. Weil ich habe ja schon mal in dieser Rüstung versucht, die Wüstenräuber zu erledigen. Ah, und die ziehen ja auch immer gleich ihre Waffen. Moment mal, gibt es denn irgendeinen, der da abseits steht? Dann haben wir ja ein bisschen. Ja, genau, richtig. Ist das? Das ist ja zum Beispiel Valochas rechte Hand. Genau, richtig. Nein, 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 nein. Wo bist du denn? War doch eine Abseitser. Da, er hier. Gucken, reicht das aus? Ah, ich glaube, die sind verschaltet. Jetzt bist du dran. Ja. Mist. Abstand, vielleicht. Lassen Sie ein bisschen von mir ab. Wo dran ich bin, möchte ich wissen. Raven Verdocha habe ich ihn nicht gesehen. Ich weiß, ich mache es bestimmt falsch. Jetzt baller ich mal ein bisschen drauf, was soll's. Jetzt bist du dran. Okay. Ja, das bringt nichts. Die sind alle am MG schießen. Nee, MB. Maschinenbogen. Ja. Muss ich mir was anderes überlegen. Ja, ich habe ja noch Unwetter. Da könnte ich einmal durchrennen. Aber habe ich das nicht schon probiert gehabt? Das hat nichts gebracht. Ja, um das festzustellen,
muss ich es nochmal ausprobieren und da draußen geht wieder die Luzi ab an der Baustelle. Falls man also im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, I'm so sorry. Ich mach dich fertig. So, nein. Okay, das sieht nicht so gut aus. Ich sehe auch nicht, bleib stehen, du mein Lump. Stand ist. Mann, oh Mann. Ah, bisschen Lebensenergie verloren. Jetzt gucke ich mal. Oh, die sind. Ja, okay, die sind alle ein bisschen angebrannt. Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt noch meine letzte Unwetterspruchrolle. Leute, nee. Tja. Ja, renn so schnell wie du kannst! Gut. Bin jetzt mal gerannt. Mal gucken, ob sie. Was war das? Das war nur ein Torwächter. Inwieweit mir das. Ja, doch, als rechte Hand war doch eben. Oh, die haben gar nicht mehr so viel. Oh! Wer schießt denn da auf mich? Mensch! Mistdinger. Ja, mal gucken, ob ich mich in einen Troll verwandeln kann. Hä? Quest? Diebstahl bei Sorab? Was ist denn jetzt passiert? Versteht das einer? Verwandle mich in einen Troll und Quest Diebstahl bei Sorab. Oh. Ja, dummerweise steht jetzt hier nicht. Ach, die sind alle. Die sind alle wieder. Regenerieren, so ein Quatsch. Ja, ich bin auch gleich im Eimer. Gut, jetzt bin ich hin. So, ich habe jetzt mal ganz kurz, bevor ich wieder neu geladen habe, gesehen, ich bin Sorabs Zeug endlich losgeworden. Jetzt wird er mir nichts mehr beweisen können. Mal sehen, was er jetzt sagt. Ihr habt ja gesehen, ich lasse das drinnen, ne? Also, ich schneide das nicht raus mit dem Troll. Oh, ich habe einen Giftfall als Munition gewählt. Dann habe ich großen Feuersturm gewählt. Jetzt mache ich Folgendes. Ich werde den Elitenwüstenräuber mal hier aus der Geschichte mal mit dem Feuersturm eliminieren. Okay, dann werden alle anderen natürlich wach. Und ich darf nicht so weit außer Reichweite sein, dass sie sich dann eventuell regenerieren könnten. Muss ich mal gucken. Okay, da sind noch welche, die schießen auf mich. Das ist zum Beispiel er da hinten. Vielleicht habe ich durch dieses viele Geschick. Nee. Ich komme einfach nicht hin. Da müssen wir das auch ein bisschen näher machen. Du Lump, genau richtig. Da, ich treffe ihn. Aber die treffen mich auch beide zusammen. Aber einen habe ich getroffen. Wunderbar. Klasse. So. Da liegen die Pfeile von denen. Ich weiß es nicht. Okay, außer Reichweite gehen und mich mal ein bisschen regenerieren dann. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das jetzt hier situativ aussieht. Der Docher ist ja noch abseits. So, wo ist denn das Feuer da hinten? Da ist das Feuer. Wird jetzt nichts angezeigt. Mal ziehen. Wahrscheinlich bin ich noch. Ja. Ah, okay. Die haben sich regeneriert. So, wer doch als rechte Hand ist ja auch noch hier. Hm. Mache ich jetzt. Vielleicht gehe ich mal von der Außenseite hier hin. Versuche ihn, solange er noch hier vorne steht, mal zu natzen. Jetzt bist du dran. Ja, okay. Der geht als erstes kaputt, Nick. Ich oder er. Ah, shit. Nicht gut. Bleib stehen, du Lump. Ja. Fast. Ja,
Hat geklappt. Die anderen sind nicht wach geworden. Oh. So, frisch regeneriert. Und jetzt werden wir das Ganze nochmal versuchen. Ein bisschen mit dem Schleichmodus. Ja, nicht mit dem Schleichmodus, sondern zu gucken, wie viele hier generell noch sind. Aber da hinten ist noch einer abseits. Das werde ich dann so machen, dass ich dann erstmal einen großen Bogen mache. Versuche den abseitigen da hinten noch zu eliminieren. Im Bogen. Ich könnte auch wieder einen Feuerball nehmen, einen großen, aber ich will es doch nochmal versuchen, dass ich es hier eventuell mit dem Bogen hinkriege. Das ist natürlich eine diffizile Sache. Hier muss man Strategien entwickeln. Gerade wenn man noch so schwächlichst ist oder nicht so Power-Geschichten hat. Okay, da hinten ist er. Denn wenn ich den so Duellieren auch wegkriege, wie bei Verdocha oder Verdoja, so, dann könnte es sein, dass die anderen bleiben, wie sie sind. Ja. Ja. Okay, ein paar Piekser werden wir einstecken müssen, wir wissen es. Los. Oh. Na also, sehr gut. Ups, der ging sogar bis zum Feuer. Wow. Gut, dann ist der auch weg. So gut, dass ich so viel Geschick habe und Giftpfeil erbaut habe, hätte ich beinahe gesagt. Erbaut. Also mal gucken. Okay, der steht da noch rum. Denn die Giftpfeile, die machen ja wirklich Damage. Ja. Ja. Ah, es sind gleich zwei. Uiuiuiui. Ist nicht so gut. Stopp. Nicht so praktisch. Vielleicht kann ich ja hier raus. Sieht man nicht so gut. Aber, ja, jetzt habe ich keine Giftpfeile mehr. Super klasse. Okay, dann werden wir mal hier in die Richtung fetzen. Kommen sie nach? Nein, kommen sie nicht. So, dann gucken wir mal, welche Pfeile wir eigentlich noch nehmen können, die gut sind. Magischer Pfeil, 14 Stück. Naja, ich versuche es auch nochmal mit den geschärften Pfeilen. Das sind nur 75. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Jetzt kann ich nur hoffen, dass die sich nicht generiert haben. Die haben sich generiert. Ach du liebes Läuschen, das ist Mist. Oh. Okay. Die Faxendecke, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich muss was anderes machen. Ich muss, glaube ich, was anderes machen. Gehen mal. Ich weiß, das ist riskant. Wo sind meine Sprüche? Wie zum Beispiel eine Eiswelle. Okay. Stopp. Ich mal wieder außer Reichweite. Ah, der schießt sogar noch. Glaube ich ja jetzt nicht, ne? Okay, dann werden wir mal noch ein bisschen was trinken. Ich weiß, das ist diffizil. Am nächsten Tag. Sicherheitshalber. Vielleicht. Ja, meine Tränke gehen natürlich weg, das ist klar. Denn vielleicht kann ich die restlichen noch mit Eiswelle. Oh, der ist noch im Dings. So, das sind die hier. Okay. Nee, hat wohl nicht geklappt. Hat nicht geklappt, hat nicht gereicht. Ich bin gleich tot. So ein Mist aber auch. Ja, wunderbar. Shit. So, jetzt habe ich nochmal neu einladen müssen, weil ich ja gestorben bin. Und die... Moment mal. Wie viele sind es denn eigentlich noch insgesamt? Meine sind nur noch zwei. Schießen die denn auf mich? Sieht nicht so aus. Was mache ich jetzt bloß? Bringt ja wohl so viel auch wieder nicht, wenn ich hier mit so einem geschärften Pfeil auf einen Wüstenräuber eingehe. Obwohl ich treffe.
Ich hoffe, ich treffe ein bisschen mehr. Nee, das ist übel. Okay, dann folgendes. Mache ich folgendes. Dann muss ich wieder so einen Spruch hier nehmen. Ich weiß, ich mache es wieder völlig falsch. Und zwar den hier, großer Feuersturm. Ich weiß, ich mache es völlig falsch, aber was soll's. Ah, Mist. Bleibe ich natürlich auch so lange stehen. Oh, der trifft den Baum nur. Ja, okay, der ist jetzt futsch. Werden wir mal wieder ein bisschen erfrischen. Gut. In der Hoffnung. Nein. In der Hoffnung, dass jetzt nur noch einer über ist. Ja, er hier. Wunderbar. Quest Kopfgeld Uga. Ha! Das haben wir ja mal geschafft. Was hat er denn alles Lustiges? Eschenbogen und ein bisschen Essenz der Heilung. Gut, dann wird das also mal gelootet. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die anderen noch hier rumliegen. Wüstenräuber. Mhm. Die haben schöne viele Sachen. Sack mit Korn sogar auch. So, da hinten dürfte die rechte Hand liegen. Meine rechte Hand. Hat er was Besonderes? Immer diese... Ach, hier hat einen Schlüssel. Für was hat er den Schlüssel? Schlüssel so wäre doch als Versteck. Merken. Okay, dann ist noch hier ein Eschenbogen und ein Pfeil. Dann war hier noch einer. Dürfte hier noch einer liegen? Genau, richtig. Auch mit dem Pfeil im Anschlag und Wüstenräuber. Naja, ein paar Getränke gibt's. Eschenbogen. Und, da ist nicht zu holen. Den habe ich schon gelootet, den noch nicht. Wow, das war natürlich eine schwierige Geburt. Obwohl, Geburt ist es ja nicht. Das sind ja eigentlich schwierige Tode, die ich gemacht habe. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen ist hier. Hier liegt noch ein Pfeil und ein Eschenbogen. Ja, liebe Leute, danke fürs Zusehen bis hierher. Ach, ich gucke nochmal eben ins Logbuch. Und zwar mit Kopfgeld. Jagd Amana. Der Kommandant der Wachen, Avana Hassan, gab mir den Auftrag, den Räuber Baruten unschädlich zu machen, der sich in den Bergen versteckt hält. Auf dessen Kopf sind 300 Goldstücke Belohnung ausgesetzt. Wieso gab es dann noch was anderes? Kopfgeld, das war doch irgendwie was, noch ein anderes Kopfgeldteil, oder? Ach hier, nee, das war Kopfgeld Yahuga, sorry. So, ich habe Verdochas Banditen vor der Stadt beseitigt. Der Zugang nach Uga ist wieder frei. Doch wo steckt Verdocha selbst? Irgendwo hier in der Nähe muss es wohl ein Versteck der Banditen geben. Vielleicht finde ich das ja bei den toten Räubern etwas, was mir weiterhilft. Okay, das werden wir aber in der nächsten Folge uns angucken, ob ich da was aufgesammelt habe, was mir weiterhilft. Doch, der Schlüssel wird sein, oder? Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und wir sehen uns. Ciao.